Hey Leute, um diesem Sauwetter begrüße ich euch zu The Legend of Zelda Twilight Princess Randomizer. Es geht wieder weiter. Ich muss mich hier erstmal umziehen, also ganz ehrlich. Bin zwar eigentlich in meiner Wasserrüstung, aber möchte mich dann doch eher hiermit begnügen. So, wir haben im letzten Part Kumula abgeschlossen und sind nochmal in den Seeschrein gegangen. Und standen dann hier vor Schloss Hyrule, haben uns eine okkulte Kunst geholt. Das waren, keine Ahnung, was Geld? 20 Rubine oder 100 oder so, ne? Ne, Pfeile. Waren das Pfeile? Pfeile waren es, glaube ich. Genau. Bevor ich mich jetzt entscheide, was ich tue, ich möchte gerne nochmal kurz zu den Insekten gehen. Also zu meiner lieben Insektenhändlerin, besser gesagt. Boah, Alter. What a Sound. Sind einfach die Fackeln angegangen. Hab mich gerade schon ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Ich bin ganz ehrlich, ich gehe vielleicht auch nochmal zu diesem Kronenstand da und kaufe da vielleicht auch nochmal ein. Weil theoretisch kann man ja hier, man kann hier doch auch Wasser kaufen, ne? Dann kann man hier rausgehen und dann kann man doch den einem Kronen auch helfen. Ich glaube, das mache ich auch mal. Wie voll ist denn eigentlich mein, guck mal, das hier. Würde ich vielleicht mal rausmachen, das Fähchen. Und dann hole ich mir gleich mal frisches Quellwasser und das gebe ich dem Goron. Und mach da mal den Platz frei. Aber da kriegt man nichts, ne? Das ist, glaube ich, einfach nur für einen Shortcut. Naja. Aber ich werde es trotzdem mal machen. Ah. Ups, sorry. Falscher Raum. Die kann mir ja auch nicht helfen, ne? Wo noch was fehlt. Oder weiß die, welche. Kann die mir bei Geisterseelen helfen? Das muss ich gleich mal gucken. Ich glaube, es sind nur Herzzelle, ne? Was die machen kann. So, ich glaube, zwei Insekten haben wir noch. Dann ist auch das vervollständigt. Achso, wir haben ja noch gar nicht alle Insekten. Aber wir haben noch zwei Insekten, die wir abgeben können. Genau. Ups. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, irgendwie. Ach, perfekt. Na, dann hat sich das schon erledigt, mein Plan. Dann werden wir heute wohl noch den Rest der Wüstenburg machen. Jo. Dann, hat sich das jetzt schon erledigt. Dann hier noch die Gespensterheuschrecke. War perfekt. Und 10 Pfeile. Ja, geil. Schön. Danke, bis später. Ja, dann Wüstenburg. Da haben wir auf jeden Fall auch noch mal ein paar Schatzkisten. Und einen Miniboss. Das heißt, da gehen wir als erstes rein. Dann geht's jetzt doch noch nicht in Schloss Hyrule. Aber ich will noch mal ganz kurz auschecken, da ja Geld aktuell keine Rolle spielt. Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt zu der Wahrsagerin gehe und sage, ich möchte Herzteilen suchen? Liebe. Irgendwie cool, wenn man auch nach Geisterseelen gucken könnte. Okay. Das Herzteil, was ich eigentlich random von dem bekomme, das ist irgendwo gerandomized. Also ergibt keinen Sinn. Das ergibt leider keinen Sinn. Schade. Ja, hätte ich mir auch denken können. Wäre cool gewesen, wenn ich da irgendwie einen Hinweis drauf bekommen hätte, aber da ist der Randomizer, glaube ich, nicht schlau genug. Okay, ich gönne mir mal kurz ein schönes heißes Quellwasser. Und gehe hier mal kurz raus. Es ist doch an dieser Stelle, oder? Dass ich da dem Kronen mal kurz was drüber streife. Jo. Ah, die Musik. Die Musik ist so gut. Aber man bekommt ja, glaube ich, nichts dafür. Ich bin mir sicher, dass man da eigentlich kein Item oder so für bekommt. Ich werde es trotzdem mal kurz machen. Einfach so. Da-da-dam. Hey, Kumpel. Ja, bitteschön. For you. Du hättest dir das aber auch selber kaufen können, ganz ehrlich. 20 Rubine habe ich ausgegeben. Kommt aber nichts für, oder? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn man dafür was bekommt. Aber ich glaube, es ist wirklich der reine Shortcut, der hier im Endeffekt dann
wichtig ist. So, da oben bei den Insekten, da oben bei den Vögeln, waren wir da schon fertig? Ich bin ja immer noch so ein bisschen auf der Suche nach Geisterseelen. Und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, was wir schon gemacht hatten und was nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob wir da allgemein schon, oder als ob es da allgemein Geisterseelen drinne gibt. Das ist halt auch die Frage. Ja. Roll den Stein, genau. Mann, du sollst da buddeln. Meine Güte. So. Ja, wahrscheinlich gibt es da auch nichts drin, ne? Nee, das ist hier so ein komischer See. Mehr ist hier auch nicht. Okay. Das wäre das. Dann möchte ich, glaube ich, ganz gerne nochmal kurz... ich möchte mal ganz kurz bei den Gronenladen da vorbei und gucken, ob da man noch irgendwas kaufen kann. Weil die haben da ja ihre, keine Ahnung, ihr eigenes Haus da, die Gronenhändler. Und verkaufen da allerhand Zeug und ich will einfach mal random einfach Zeug kaufen und mal gucken, ob irgendwas bei rumkommt. Aber ich glaube fast nicht. So, erstmal einen schönen Schluck Kaffee, Leute. Einen wunderschönen guten Morgen. Hi. Ja, zumindest habe ich den mit dem Quellwasser jetzt erstmal, ne? Das ist auch wieder ein schöner Fortschritt gewesen. Und dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes auf jeden Fall in die Wüstenburg rein. Und erledigen da die letzten Schritte. So, verwandeln. Die schreien nicht mal, die Menschen. Die sind schon so abgebrüht, die haben gar keine Angst mehr vor mir. Ah. So, genau. Wir haben nämlich hier die kleinen Gronen. Die, glaube ich, alles... Also der verkauft mir rotes Elixier. Was? Ja, verkauft der mir wirklich rotes Elixier? Wahrscheinlich schon, ne? Der verkauft mir wirklich rotes Elixier. Für 40 Rubine. Was, teuer ist? Ich denke schon. Okay, du... Der verkauft Lampenöl. Alter, wie er sich wieder hingesetzt hat. So, und der draußen? Ich glaube, der verkauft aber auch nichts weiter, ne? Pfeile. Schade. Hier oben übrigens richtig cool. Oh. Das ist ziemlich undefiniert dargestellt. Ich glaube, das ist eher im... Twilight Princess ist ein bisschen definierter dargestellt hier oben. Was labere ich denn in HD, ne? Ich erzähle heute wieder ein Zeug. Ja, es ist halt in Twilight Princess ein bisschen besser dargestellt. In HD sieht man das ein bisschen besser. Diese Wandmalereien da oben. Genau, okay, cool. Hat alles nichts gebracht. Kann ich mich von hier porten? Natürlich nicht. Ich gehe kurz raus und dann... Ab in die Wüstenburg. So, war ein bisschen rumprobieren und versuchen und ob vielleicht noch was bei rumkommt, aber leider hier gar nicht. Ist aber auch nicht weiter schlimm. So, wir teleportieren uns in die Wüste. Und ja, gucken mal, wie viele Schatzkisten wir noch absahnen können jetzt dadurch. Also wie gesagt, es geht auf jeden Fall zum Miniboss. Und ich glaube, es gibt halt eine relativ große Area, die man danach erreicht. Mit einigen kleinen Schatzkisten. Aber auch mit der Kiste, die den Bossschlüssel beinhaltet. Ich glaube, das alles kann man sich dann da noch holen. Und denke im Endeffekt, sind wir vielleicht schon so bei... Ja, lass mich lügen. 5 Schatzkisten, die wir da vielleicht noch bekommen. Und wir stolzieren mal voller Vorfreude ein viertes Mal in die Wüstenburg. Mittlerweile schon echt oft. Aber ja, was willst du machen, ne? Wenn es so ist im Randomizer, dann ist es so. Es ist halt, da wir das mit dem Schlüssel vermischen machen, wird es halt immer wieder dazu kommen, dass du in einem Randomizer
den ich spiele, da die Schlüssel nicht alle im selben Dungeon sind, immer wieder chaotisch vermischt sind und man so immer wieder Dungeon betreten muss, bestimmte Abschnitte abschließen muss, um ein Item zu erhalten, wo man dann irgendwo anders wieder weiterkommt. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Bei manchen Randomizern wahrscheinlich ziemlich nervig und ärgerlich, aber ich mag es irgendwie. Wenn man ein bisschen überlegen muss, ah, jetzt kann ich da wieder einen Step machen. Jetzt geht dort ein Step weiter. So. Okay. Was sagt denn die Karte? Also, wir haben da, genau, das ist die eine Schatzkiste vom Boss. Oh. 1, 2, 6, 7. 7 Schatzkisten. Ja, schön. Vielleicht kriegen wir ja doch was Schönes noch. Herzteile, Geisterseelen. Okkulte Künste. Flasche. Vielleicht das Falkenauge. Alles Items, die ich gerne hätte. So, mein Freund. Bam. So, wir brauchen mal wieder den Kreisel. Ah, den brauchen wir nicht. Okay. Ah, ich hatte schon Angst. Man kommt hier rüber, kommt man weiter. Gott sei Dank. Ich habe jetzt echt gerade schon Befürchtungen gehabt, man kommt hier nicht mehr weiter. Das wäre ja grausam gewesen. Okay, kann ich? Ach komm, egal. Wir müssen eh ganz nach unten. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Nee. So. Hä? Sind wir schon unten? Jo, okay. Kommt jetzt direkt der Miniboss? Ich glaube ja. Nee, noch nicht. Schade. So, warte mal. Hier müssen wir, glaube ich, auch wieder als Wolf agieren, oder? Nee, doch nicht. Quasi so ein kleines Labyrinth. So, erstmal kurz. Ah, die Verfolger loswerden. Ich werde mal mit dem Morgenstern, oder? Ist die einfachste Methode einfach. So, aber ich glaube, warte mal, wir müssen noch darüber, oder? Genau, hier müssen wir nämlich ziehen. Das Gute ist, ich merke halt diese Ratten nicht, die an mir haften, weil ich ja diese Einstellung habe, dass die Eisenstiefel mich nicht verlangsamen. Das ist ein Vorteil, glaube ich. Dadurch merke ich halt die Ratten auch nicht. Das ist schon ziemlich cool. Okay, hier muss ich wieder kreiseln. Ne, muss ich nicht. Ja. Da kommen nur Käfer. Aber ich hab's ausgetrickst. Da ist die... Boah, Alter, wie gruselig. Wie gruselig. Oder? Das war schon gruselig. Fande, ey. Die hätte ruhig ein bisschen früher kommen können, ganz ehrlich. Tante ist super gruselig. Kleine creepy Tante. Jetzt kommen hier überall diese Käfer. Beste Musik ever. So, was ist denn das hier für ein Tor? Wie da auch die Schädel dranhängen, ne? Ist mir vorher auch nie aufgefallen. Scheint ein Rückweg zu sein. H.
Hi. Hallo. So, das war der. Da hinten gibt es auch noch welche. Natürlich, die müssen erstmal aufstehen, sonst kann man sie nicht töten. Hallo? Okay, das war wieder merkwürdig. Ah, jetzt geht's Tor auf. Okay, verstanden. Verstehe. Okay, es war... Ja, das ist der einzige Weg, aber auch. Ich muss da oben hin. Okay. Mann, langer Weg, ohne dass wir irgendwas bekommen, ne? So. Normalerweise hat man hier den doppelten Fanghaken noch nicht. Deswegen, ich glaube, normalerweise muss man immer kurz runterspringen und dann geht's weiter. So. Jetzt Miniboss. Ja. Den muss ich auch machen, oder? Ja, gibt nämlich eine Boss, eine Boss-Seele. Was ist denn mit mir? Es gibt einen Dungeon-Item. Eine Boss-Seele. Jetzt war ich irgendwie bei Dark Souls. Wie bin ich denn da jetzt hingekommen? So, erstmal ein Stück Kaffee. So. Den Boss finde ich auch mega cool. Ich weiß gar nicht. Haben wir jetzt ein bisschen bessere Musik? Jo. Den muss ich, glaube ich, als... Na? Genau, und auch wieder nur... In dem Moment, wo er angreift... Ja, und ganz creepy Typ, ey. Na los, greif mal wieder an, mein Freund. Okay, ich glaube, da muss ich jetzt was als Mensch machen, ne? Mit Pfeilen oder so. Wir machen gleich richtig übel hier so mit Bombenpfeilen. Ja. Ich glaube, ich muss seinem Schlag direkt ausweichen und dann... War jetzt nicht so krass, was ich da geleistet habe. Okay, aber der Merkel kann sich halt nicht unsichtbar machen, ne? So, jetzt. Und weiter geht's. Nächste Runde! Mann, der hält aber auch was aus. Und nochmal. Ich glaube, normalerweise reicht auch ein normaler Pfeil. Der war tanky. Dafür, dass mein Master-Schwert completed ist, oder? Ah. Naja, gut, ich sag mal. Die Lichtmagie wird dem keinen anderen Schaden machen, obwohl der schon ziemlich finsternismäßig aussieht. So, da kommt die Happy Musik wieder durch. Und jetzt holen wir uns erstmal unsere Schatzkiste. Let's go! So Leute, was wollen wir da drinnen haben? Eine leere Flasche, immerhin. Die hat uns auch noch gefehlt. Das ist die letzte. Sehr schön. Und damit kommen wir jetzt auch erstmal wieder hier raus. So. Aber es sind immer noch 6 Schatzkisten, die uns bevorstehen.
Aber ja, ich bin sehr zufrieden. Sieht echt gut aus. Was das alles angeht. Okay, jetzt hier lang. So. Und jetzt kommt nochmal der Raum voller Schätze. Hier gibt es jetzt halt nochmal richtig was zu holen. Ich muss nur mal ein bisschen aufpassen. Bin mir nicht ganz sicher, wo diese kleinen Schatzkisten überall stehen, weil das sind, glaube ich, teilweise welche, die sind ein bisschen versteckelt. Ja, da. Da geht's los. So, Schatzkiste Nummer 1. Ein Herzteil. Geil. Geht direkt gut weiter. Jetzt fehlen uns nur noch 5 Herzteile. Nein! Nö! Und noch eine Runde. So, was haben wir denn hier? Ey, geil! Hä, wie gut! Jetzt fehlen uns nur noch 4. Kommt jetzt alles hier. Die sind alle hier, die Herzteile. So, mal dann. Wollen wir mal hier hoch? So, da ist direkt die... Wow, die nächste Schatzkiste. Hey, Kumpel. Ich habe einen Morgenstern. So. Und die Nummer 54 an Geisterseelen. Alles klar. Gut, Leute, ich würde aber sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Ich werde sowieso einen kleinen Schnitt machen. Deswegen, wir haben ein bisschen Überlänge gemacht. Und dann merkt ihr das gar nicht, dass hier ein bisschen mehr Zeit drauf gegangen ist. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zum Twilight Princess Randomizer. Tschüssi, Leute.